allen Dingen das geplante und zwar empathisch und sensibel geplante Licht erst seine wirkliche Kraft entwickeln kann, dass die Verwendung oder die sparsame Verwendung von Leuchten und Lichtelementen immer zu einem besseren Ergebnis führt als die opulente Verwendung, dass in diesem Zusammenhang auch erlaubt ist, Fehlstellen zu haben oder Fehlstellen zuzulassen, dass eine perfekte Dramaturgie eben aus weniger stark beleuchteten Flächen zu solchen, die mehr Licht haben, besteht und dass zum guten Schluss vor allen Dingen auch der Zeitfaktor wichtig ist. Wir Lichtplaner sind keine Rettungssanitäter, die zum guten Schluss noch einmal nachkorrigieren können mit einem großen Erfolg, sondern Licht will geplant sein und das eben rechtzeitig.